So, hallo Pirna. Ich würde sagen, kommt mal ein bisschen näher. Da muss ich nicht so laut reden und kann meine Stimme schon. Weil es wäre ja schade drum, wenn wir hier den Platz hier vorne vor uns vergeuden. Ich begrüße euch heute zu unserer Wahlkampfveranstaltung für die Kommunal- und Europawahl 2019. Ich möchte als erstes oder ich muss die Auflagen vorlesen der Versammlungsbehörde. Ihr kennt das ja eigentlich alles. Fahnen nicht länger als 2 Meter. Sie müssen aus Vollmaterial sein, hier sicherlich nicht wegen der Straßenbahn wie in Dresden. Es ist verboten, Waffen oder sonstige Gegenstände, zum Beispiel Glasflaschen, die zu Verletzungen führen könnten, mitzuführen. Es besteht striktes Alkohol- und Drogenverbot. Der Einzige, der so aussah, ist weg. Aber ich will ja nicht hier lästern. Vielleicht trifft es uns alle mal ein bisschen. Und ansonsten ist den Anweisungen der Ordner und der Polizei Folge zu leisten. Das soweit zu den Auflagen. Ja, es sind nur noch wenige Tage bis zu unserer Wahl. Und wir haben uns fest vorgenommen, gerade hier in unserem Kreis SOE, dass wir unseren Kreis blau machen. Das ist unser großes Ziel. Und hier möchte ich mich an dieser Stelle bei all denen bedanken, die bisher fleißig uns unterstützt haben, sei es durch Flyern, sei es durch Plakatieren und sei es an den Wahlkampfständen. Ihr habt eine tolle Arbeit geleistet und ihr werdet einen großen Anteil daran haben, wenn wir zahlenmäßig weit vorne sind bei der Auszählung der Stimmen. Ich wollte mich zwar in meinem Alter zur Ruhe setzen, aber ich habe gesagt, okay, ich kandidiere auch nochmal für den Stadtrat und für den Kreistag, weil ich denke, dass es wichtig ist, auch die Jugend an bestimmte Aufgaben heranzuführen. Das wird mein Ziel sein. Aber auf der anderen Seite habe ich jetzt auch in vielen Gesprächen mit unseren Bürgern gemerkt, wir versprechen viel, wir haben tolle Parolen, wir haben tolle Wahlkampfslogan, aber letztendlich müssen wir nach der Wahl auch liefern. Das ist unser großes Problem, das wir haben, und ich denke, daran werden wir arbeiten. Aber wir werden auf alle Fälle in Größenordnung erstmalig seit der Wahl 2014 in Gemeinde und in den Kreistag einziehen. Und ich freue mich schon auf die Gesichter der nicht mehr gewählten Stadträte und Kreisräte, wenn sie ihren Sitz verlieren und wir zeigen können, dass wir doch gewillt sind, Politik für den Bürger zu machen. Und wie dringend notwendig es ist, diesen Filz teilweise aufzulösen, das erleben wir ja täglich, wie Gelder verschwendet werden, wie der Bürger nicht angehört wird bei bestimmten Produkten. Ich denke an IPO, ich denke an die Bahnlinie nach Prag. Das sind alles Dinge, wo wir sagen, hier müssen wir, wenn wir dann in dem Kreistag sind, auch Veränderungen treffen und müssen sagen, wir wollen den Bürger einfach mitnehmen. Wir wollen den Bürger fragen, was er will und wollen damit auch unsere Politik unterstützen und umsetzen. Ich will aber nicht hier die ganze Zeit reden, habe ich mir eigentlich nicht vorgenommen. Ich wollte nur moderieren und breche auch an der Stelle ab. Danke, ich freue mich, Jan, dass es dir gefällt. Unser erster Redner heute ist der Steffen Janich, entschuldige, jetzt war es weg, weil ich ihn nicht gesehen habe. Er kandidiert für den Kreistag in Pirna und wird uns einiges sagen zu der Bedeutung der Kommunalwahl. Steffen, dein Beifall. So steht es vorne. Alles klar. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde der AfD, hallo Pirna. Ich möchte mich zum Anfang erstmal entschuldigen. Ich werde mich vermutlich hier in der Rede mehrfach unterbrechen. Ich bin noch mitten in einer Grippe. Das heißt, wenn ich hier eine Runde huste, dann werde ich das Mikro mal etwas weghalten. Aber ich sage ganz einfach nach dem Motto, wir brechen hier nicht ab, wir geben nicht auf, wir ziehen das Ding durch und das werden wir ganz einfach tun. Also wie gesagt, wenn ich mal kurz husten muss, bitte ich um Entschuldigung. Wahljahr 2019 in Sachsen.
Zurzeit geben sich die Politiker, beziehungsweise die, die es noch werden wollen, die Klinke in die Hand und buhlen um ihre Wählergunst. Alte wie neue, Parteien wie Initiativen und die AfD mittendrin. Da stellt sich im Großen und Ganzen die Frage, bringt es denn überhaupt noch was? Immerhin muss man ja vielleicht ein nettes Kaffee trinken an einem wunderschönen Wahlsonntag im Mai auf der heimischen Veranda verzichten, um am Ende ist alles wieder so, wie es vorher war. Es könnte eh nichts geändert werden, beziehungsweise, ja, was sollen wir denn hier noch wählen? Da muss ich Ihnen ganz klipp und klar sagen, meine Damen und Herren, die AfD hat es geschafft, in nur 4,5 Jahren nach ihrer Gründung mit 91 Mandatsträgern in den Deutschen Bundestag einzuziehen. Die AfD ist in allen Landesparlamenten unserer Republik vertreten und sie ist bereits in den Kreistagen und in den Stadt- und Gemeinderäten für sie und präsent. Und es waren AfD-Politiker, die aus dem Schlafsaal Bundestag wieder ein Parlament machten, in dem auch wirklich kontrovers debattiert wird. Seit die AfD im Bundestag sitzt, gehen die Redebeiträge unserer Abgeordneten quer durch die sozialen Medien, weil sie die Menschen in unserem Land bewegen und weil das bürgerliche Volk in unserem Land wieder einen Interessensvertreter hat. Wir haben das Land bereits verändert und wir haben die Kraft, dies wirkungsvoll ab dem 26.05.2019 auf allen politischen Ebenen zu tun. Im Europaparlament, im Bundestag, in den Landesparlamenten, im Kreistag und natürlich auch in den Stadt- und Gemeinderäten. Aber dafür brauchen wir Ihre Stimme mit allen drei Kreuzen. Und natürlich auch die Ihrer Nachbarn, Ihrer Freunde, Ihrer Bekannten und Kollegen. Und der politische Altbestand weiß um das Problem und die Tatsache, dass einige Posten im christlichen Büro auf wackeligen Füßen stehen. War es am Anfang noch die direkte Konfrontation, beispielsweise in Talkshows, geht es nun um mediale Ausgrenzung, um bei den Menschen im Land den Eindruck zu erwecken, dass die AfD ja nichts tun würde. Dem ist natürlich nicht so. Unsere Landtagsabgeordnete Sebastian Wibbel, der jetzt als Oberbürgermeister in Görlitz kandidiert, brachte beispielsweise in der Legislatur bisher 804 Parlamentsdokumente in den Sächsischen Landtag ein. Unser parlamentarischer Geschäftsführer André Barth, welcher als Direktkandidat im Wahlkreis Dieboldeswalde antritt, lieferte bis zum heutigen Tag 558 solcher Dokumente. Das waren vornehmlich kleine Anfragen, in welchen Antworten von der Staatsregierung gefordert werden, aber auch Anträge, Änderungsanträge oder Anträge im Allgemeinen bis hin zu Gesetzesinitiativen. Über die inhaltliche Arbeit können Sie sich gerne auf der Homepage des Sächsischen Landtags einlesen. Die Redebeiträge sind übrigens bei der Listung der Plenarsitzungen anhängig. Unsere Parlamentarier in Sachsen haben bisher beste Arbeit geleistet. Im Kreistag unseres Landkreises Sächsische Schweiz mit unserem schönen Osterzgebirge kämpfen wir bereits seit 2014 9 Abgeordnete für Sie vor Ort. Und ich sage, da geht noch wesentlich mehr. Sorgen wir gemeinsam dafür, dass das Meinungsbild in unserem Landkreis blau-konservativ gefärbt wird. Darum kandidiere ich am 26. Mai für den Kreistag und als Gemeinderat in der Gemeinde Doma. Zudem bin ich von unseren Mitgliedern im Aufstellungsparteitag in Markneukirchen auf Platz 32 der Landesliste des 7. Landtags gewählt worden. Bei 27% bin ich für Sie dabei. Und ich sage mal so, in Sachsen muss das doch wohl zu schaffen sein. Kreistagsarbeit ist Regionalpolitik. Und zwar dort, wo wir zu Hause sind. Unsere Heimat, das ist die herrliche Sächsische Schweiz. Das sind die Ausläufer des Erzgebirges, das ist das Elbtal und deren Zuflüsse. Aber das ist auch die Festung Königstein, die Burg Stolben, die Bastei. Das ist die Weißeritztalbahn, der Tharander Wald und das Wintersportgebiet in Altenberg. Um nur so einiges zu nennen. Unsere Region ist eine der schönsten Gegenden in Deutschland und vom Tourismus geprägt. Dieses Erholungsgebiet gilt es flächenmäßig zu erhalten und den Tourismus weiter auszubauen.
Um all die Gegenden zu erreichen, ist es ein gut ausgebauter öffentlicher Nahverkehr von grundlegender Bedeutung. Sei es mit dem Bus oder mit der Bahn. Der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs ist aber für uns eine Voraussetzung für den Tourismus. Es ist auch eine Voraussetzung für das Leben im ländlichen Raum, welches wir in der AfD als einer der Kernpunkte der Regionalpolitik betrachten. Von einer guten Nahverkehrsanbindung partizipieren die Städte, um in die Naherholungsgebiete zu kommen, und die Menschen auf dem Land, die natürlich in die Stadt müssen. Die Attraktivität ländlichen Wohnens kann aber nur geschaffen werden, wenn das Umfeld einem modernen Leben angepasst wird. Das fängt beim Landarzt an, der beispielsweise 3 Praxen auf den Dörfern bedienen könnte, damit alte Menschen nicht erst in die Stadt fahren müssen, um einen Hausarzt zu erreichen. Es geht weiter über die Einhaltung der gesetzlichen Mindestrettungszeiten für Rettungsdienste von 12 Minuten bei 95% der Einsätze. Und das betrifft... Oh la la. Auch den Notarztmangel im ländlichen Raum, um nur bei dem Rettungswesen zu bleiben. Und wie ist die derzeitige Praxis? Das Durchschnittsalter der Kassenärzte in unserem Landkreis liegt bei 58 Jahren. Alle freiwilligen Rettungsdienste haben Nachwuchsprobleme. Der kassenärztliche Notfallsdienst hat riesige Zuständigkeitsbereiche. Wir haben viel zu wenige Notärzte auf dem Land, weil die Vergütung nach Einsätzen berechnet wird. Die Einsatzlagen sind in der Stadt aber bis zu 4-mal höher und damit wesentlich ergiebiger. Wenn wir den ländlichen Raum erhalten wollen, müssen wir eine stabile medizinische Versorgung auf dem Land sichern. Aber zurück zur Stadt. Wie Sie vielleicht schon erfahren haben, hat die Europäische Union mehrere Verkehrskorridore für den Bahnverkehr festgelegt. Einer geht direkt durch Pirna und führt derzeit noch durch das Elbtal. Wir von der AfD setzen uns nachhaltig dafür ein, dass das Elbtal von Bahnverkehr entlastet wird. Jeder Zug, der nicht durch das Elbtal fährt, ist ein Gewinn für die Anwohner und den Tourismus in der Sächsischen Schweiz. Um den wachsenden Bedarf im Güterfernverkehr zu entsprechen, ist ein Eisenbahntunnel auf der Strecke Dresden-Prag in Planung, welcher in Heidenau-Großsedlitz aus der bisherigen Strecke ausgleisen wird, in Höhe der alten Esso-Tankstelle die B172 quert, um dort in eine Tunnelröhre zu münden. So weit, so gut. Für diese neue Bahnverbindung hat die Deutsche Bahn auf ihrer Homepage 10 mögliche Streckenvarianten aufgezeigt. Von welchen etwa die Hälfte in eine realistische Planung gehen könnte. Eine vom Staatsministerium für Wirtschaft und Verkehr eingebrachte Strecke gilt als Vorzugsvariante. Bei dieser quert die Bahn die 172 auf einer Brücke, geht dann für 2x1 Kilometer in einen Tunnel, um dann am Lindicht wieder aus dem Berg und auf einer Eisenbahnbrücke über das Seidewitztal zu führen. Danach geht es weiter auf einen Wall, hinter die Wohnsiedlung Fasanenweg zu einem Überholbahnhof. Erst nach diesem geht es dann in den eigentlichen Tunnel nach Tschechien. Der Ortsteil Cehista wird künftig auch ohne diese Eisenbahnstrecke schon wesentlichen Lärmemissionen ausgesetzt sein. Da ist der Straßenlärm der Bundesautobahn 17, die Kraftstraße nach Radeberg fährt auch noch nicht unter Volllast, sodass dann nach dem durchgängigen Ausbau bis zur B4 nach Radeberg auch noch eine Erhöhung dort im Verkehrslärm zu erwarten ist. In Pirna, die Südumfahrung wird direkt durch Cehista geleitet und der Industriepark Oberelbe grenzt direkt an die Ortschaft. Der Lärm der Züge wird durch das Seidewitztal bis nach Pirna dringen. Aus diesem Grund und weil es auch Volltunnelvarianten gibt, lehnen wir eine Eisenbahnstrecke mit teilweise offener Schienenführung nach dem Tunneleingang in Großsedlitz ab und bevorzugen im Sinne für Mensch und Natur ausdrücklich eine Volltunnelvariante. Meine Damen und Herren, die große Politik macht die Gesetze. Der Kreistag und die Stadt- und Gemeinderäte sind es aber, die hier vor Ort
in unserem Landkreis die gesetzlichen Vorlagen umsetzen. Wir von der Alternative für Deutschland stehen für unsere Heimat. Wir stehen für die Menschen, die hier schon etwas länger leben. Und wir haben die Kraft, die Zukunft unseres Landes wieder in geordnete Bahnen zu lenken. Damit wir in 20 Jahren noch sagen können, hier ist meine Heimat. Ich bitte Sie aus diesem Grund, geben Sie mir am 26. Mai, gehen Sie am 26. Mai zur Wahl, aktivieren Sie Ihre Freunde und Bekannten, geben Sie Ihre Eindrücke von der heutigen Kundgebung Ihren Nächsten weiter. Ich bitte Sie um Ihre Stimme bei der Kommunalwahl für die AfD Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, damit wir Ihre Geschichte für das Landkreis lenken können. Vielen Dank. Danke, Steffen. Er hat sich viel vorgenommen. Drücken wir ihm die Daumen, dass das so funktioniert, wie er denkt. Alles klar. Nimmst du deinen Zettel mit? Oh, ja. So, jetzt müsste eigentlich Liane Reu hier irgendwo stehen. Da ist sie, jawohl. Eine Verkäuferin aus Pirna, die für den Stadtrat und für den Kreistag kandidiert. Sie möchte uns was sagen, warum sie eigentlich zur AfD steht und warum es wichtig ist, die AfD zu wählen. Liane Reu, ne? Also ich wünsche erstmal einen recht schönen guten Abend an alle. Ich möchte mich kurz vorstellen, namentlich ist es schon erfolgt. Ich bin 59 und habe zwei erwachsene Kinder, meine Tochter 36, mein Sohn 33 und bin mittlerweile Oma von drei süßen Enkelkindern. Von meiner Qualifikation her bin ich eigentlich in der Reifenindustrie groß geworden. Das heißt, ich habe viele Jahre in den alten Bundesländern in der Reifenentwicklung, speziell im Pirelli-Konzern, Motorradreifen entwickelt. Ich war also in den vielen Jahren von 1998 bis 2016 in den alten Bundesländern. Der Grund, warum ich wieder zurückgekommen bin in meine Heimat, waren halt meine Enkelkinder, weil diese Zeit gibt mir keiner zurück. Ich möchte, und ich freue mich auch, dass ich heute Abend hier in meiner Heimat auch sprechen kann. Und ich möchte Ihnen einfach mal einen kurzen Abriss darüber geben, wie es mir in den alten Bundesländern ergangen ist, wie ich die gesellschaftlichen Veränderungen wahrgenommen habe. Darüber sind die Schwerpunkte, die ich Ihnen gerne sagen möchte. Ich war 1998 in die alten Bundesländer gegangen. Ich war ein Jahr in Baden-Württemberg, Bühl bei Baden-Baden. 4 Jahre in München, dort war es natürlich international. Und von 2003 bis 2016 war ich in Südhessen, im tiefsten Odenwald, dort wo der Pirelli-Konzern produziert, Motorrad- und Pkw-Reifen. Ich habe in dieser Zeit Menschen kennengelernt, unterschiedlicher Charaktere, Nationalitäten, speziell in Baden-Württemberg, Leute aus Weißrussland. Ich hatte eine sehr gute Zusammenarbeit mit ihnen. In München, wie gesagt, international, also da waren wir sehr bunt und es war ein verdammt gutes Verständnis miteinander. Hingegen dann in Südhessen, im Odenwald, da musste ich halt Veränderungen feststellen, weil dort eigentlich der Hauptanteil an türkischen Mitarbeitern war. Das war gewachsen durch die Zeit aus den 1970er Jahren, wo unsere Gastarbeiter zu uns gekommen sind und das über Generationen hinweg. Diese gesellschaftlichen Veränderungen, die ich dort festgestellt habe, und ich spreche auch von gesellschaftlicher Unterwanderung, nenne ich Ihnen ein paar Beispiele. Höchstenodenwald, das ist eine kleine Gemeinde oder man könnte sagen Stadt, und Höchstenodenwald war zu diesem Zeitpunkt, wo ich dort hingegangen bin, schon komplett in türkischer Hand. Man sprach eigentlich von klein Istanbul. Ja, sämtliche Geschäfte waren dort in türkischer Hand. Das Gleiche war in den öffentlichen Verkehrsmitteln, ob im Personennahverkehr. Man fühlte sich schon als Deutscher als eine Minderheit. 5%, sagte mir ein Busfahrer dazu. Gleichfalls eine Situation in der Apotheke. Es war halt wieder Grippezeit. Es war einfach, viele Leute hatten ihre Medikamente in der Apotheke abgeholt. Und da war unter anderem in der Schlange auch eine türkische, hochschwangere Frau. Sie wollte nicht warten wie alle anderen und wollte meinen, ich möchte jetzt hier vorgehen.
Und da sagten dann die Leute zu ihr, sie werden genauso warten wie wir, weil wir genau auch die Sachen brauchen. Und da war sie so erbost über die Situation und sagte dann wortwörtlich in unseren wartenden Schlangen, und wir gebären euch tot. Damit meine ich diese gesellschaftliche Unterwanderung der Geburtenschere. Als Beispiel wäre dann auch zu nennen, ich hatte einen Arbeitskollegen, ein wunderbarer türkischer Mitarbeiter, der sich wohl sehr gut integriert hatte, denn er hat eine deutsche Frau geheiratet und hat den deutschen Namen angenommen. Also das nennt man Integration. Und mit ihm hatte ich mich dann über die Problematik unterhalten, sage ich mal, wie geht das, dass hier diese ganzen Häuser in dem Odenwald in vieler türkischer Hand liegen. Und da sagt er ganz einfach, es gibt in Frankfurt am Main eine türkische Bank, die einen fast zinslosen Kredit vergibt und mit der Maßgabe, niemals diese Häuser wieder in deutsche Hand. Und das nennt man dann gesellschaftliche Unterwanderung. Gleichfalls hatte ich eben auch persönlich erlebt, dass wenn Kinder dann auf der Fahrbahn gespielt haben, Fußball im öffentlichen Verkehr, wenn man dort was gesagt hatte, wurde man dann eben sehr doll beschimpft, also als Faschistenschwein benannt. Und das kannte man. Und gleichfalls noch, was dann speziell auch in dem Jahr 2015, 2016 sehr aufgefallen war, war der Personennahverkehr Darmstadt, Frankfurt am Main. Und da muss ich sagen, dort musste man schon fast Angst haben, weil die Minderheit der Deutschen dort sehr, sehr abzuzeichnen war. Im September 2016 bin ich wieder zurückgekommen in meine Heimatstadt und ich freue mich sehr, dass ich auch diesen Schritt getan habe und habe feststellen müssen, dass Pirna sich verändert hat und die Menschen haben sich verändert. Ich nenne ein Beispiel. Ich war mit meiner Tochter und meinen Enkelkindern auf dem Ernst-Thälmann-Platz und da konnten wir halt feststellen, die viele Zuwanderung, die wir ja auch hier in dieser Stadt Pirna auch erleben. Und dann sagte ich dann zu meiner Tochter, schau dich um, sage ich. Das sind genau diese Menschen, die dir deine Rente nicht verdienen werden. Für mich wurde das Bild immer deutlicher und deshalb habe ich dann gesagt, ich muss was verändern und ich werde was verändern. Und damit war eigentlich für mich klar, dass ich dann den Antrag letztes Jahr, 2018 im Juli, auf Parteizugehörigkeit in der AfD gestellt habe. Denn ich habe mir gesagt, ich möchte niemals mir von meinen Enkelkindern sagen lassen, warum habt ihr nichts gemacht? Niemals. Mit meinem Zurückkommen hier nach Pirna und in meine Heimat war es natürlich berufstechnisch aufgrund meiner Fachspezifik etwas schwieriger. Und ich, wie gesagt, arbeite heute im Handel als Verkäuferin. Und um mal mit den Worten zu sprechen von meiner Tochter, sie sagte, ja, weißt du, sagt so, jedes hat seine Zeit. Sage ich, ja, das stimmt. Jedes hat seine Zeit. Und deshalb ist es für mich auch wichtig, mit dem Entschluss nicht bloß der Parteizugehörigkeit, sondern letztendlich, dass ich mich auch entschlossen habe, in die Kommunalwahl einzutreten und hiermit zu kämpfen für unseren Erhalt der Heimat, für den Erhalt unserer Heimat, für unsere Kinder, für ihre gute Bildung, dass sie sicher in die Schule kommen, eine fundamentierte Ausbildung bekommen und dass wir auch wirklich sagen können, dass wir hier in Pirna und letztendlich auch in der nächsten Zeit eine gesicherte Zukunft sehen. Gleichfalls, nicht bloß das Stadtbild in Pirna hat es sich verändert, durch meine Tätigkeit auch in Dresden musste ich feststellen, dass das Bild durch die Zuwanderung immer verschärfter wurde. Ich sehe es jetzt täglich und es wird immer unsicherer. Das ist mein Gefühl, nicht bloß das Gefühl, sondern letztendlich das Bild, was sich täglich zeigt. Die vor uns stehende Kommunalwahl am 26. Mai und letztendlich auch die Europawahl sind ein ganz wichtiger Punkt, den ich noch vielleicht auch mal benennen möchte, auch im Hinblick des Kreistages.
Wir haben in der letzten Wahlperiode, was den Kreistag betrifft, 44% der CDU gehabt und 9,2% waren es die AfD. Und das ist wichtig, dass wir heute dafür kämpfen, einen wesentlich höheren Prozentsatz zu erreichen. Wir müssen die Mehrheit erreichen, was ja letztendlich über den Kreistag auch wieder rückreflektierend für die Stadt- und Gemeinderäte sind. Und das Gleiche wird auch dann sein. Und dafür, um das noch einmal zur Kenntnis zu geben, gibt es für die Kommunalwahl auch unser Wahlprogramm. Ich wollte es einfach Ihnen noch mal zeigen. Damit lesen Sie unsere ganzen Schwerpunkte, die wir für die Wahl auch antreten. Und am 1. September, wie Sie ja wissen, ist dann die Landtagswahl, wo letztendlich auch sehr wichtig ist, dass wir dort eine starke Vertretung bekommen. Denn wir hatten in dem Jahr 2014 in der Landtagswahl 59 Sitze für die CDU, also 14%, also nein, 59 Sitze. Und die AfD hatte nur 14. Für die CDU waren das 47%, für die AfD nur 11%. Und das bedeutet auch für den 1. September, dass wir dort einen hohen Anteil an Sitze besetzen müssen, um letztendlich vor allen Dingen auch der CDU die Stirn zu zeigen. Und wir haben als AfD ein verdammt gutes Regierungsprogramm, womit wir an den Start gehen. Und darüber bin ich auch wirklich sehr stolz, dass wir es haben und ich stehe auch komplett dahinter. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und vielen Dank für Ihr Zuhören. Danke, Liane. Sie hat klar benannt, was wir eigentlich hier in Ostdeutschland nicht wollen. Wir wollen nur uns sehen. Wir wollen eigentlich nur, dass diese Verhältnisse, wie sie in den Altbundesländern herrschen, bei uns nicht zutage treten. Und darum kämpfen wir eigentlich auch seit längerer Zeit. Wir haben seit vielen Jahren benannt, was nicht geht. Und Migration geht in Größenordnung, wie es angedacht ist, funktioniert nicht. Wird nicht funktionieren in unserem Land. Das hängt mit der Sprache zusammen. Das hängt damit zusammen, dass die Sicht zur Arbeit nicht so ausgeprägt ist wie bei uns Deutschen und an vielen anderen Dingen. Und ich danke dir, Liane, dass du so klar darauf hingewiesen hast, wie es dort in den Altbundesländern aussieht. Als nächster spricht zu uns Jan Zwerg, er steht schon neben mir, unser Generalsekretär. Mitglied unseres Kreises, genau, des Kreisverbandes, genau so ist es. Ne? Wir wollen es mal ein bisschen hochputschen. Jan, du hast das Wort. So. Wir sind ja draußen. Da können wir laut machen. Macht ihr mit, ja? Hier sind wir, die AfD. 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 Reicht. So, ich soll ein bisschen was sagen zum kommenden Landtagswahlprogramm der AfD. Fange ich mal an. Das heißt bei uns Trau dich Sachsen, das Regierungsprogramm der AfD. Wir haben also den Anspruch, in Sachsen auch Macht auszuüben. Es hört sich schlimm an, aber es wird nur besser. Der AfD-Landesverband Sachsen beachtet mit Sorge und mit Zorn, wie heute im Namen Europas Wohlstand vernichtet, Freiheit eingeschränkt und Demokratie beschädigt wird. An dieser Feststellung aus unserem Wahlprogramm 2014 hat sich nichts geändert. Im Gegenteil, die seit fast 30 Jahren mit wechselnden Partnern herrschende Berlin-hörige CDU hat unseren liebenswerten, traditionsreichen Freistaat weiter und weiter in Sackgassen regiert. Diese Sackgassen heißen unter anderem überregulierter Mittelstand, vernachlässigter ländlicher Raum, explodierende Kriminalität, darbende Bildung und arbeitsplatzvernichtende
Energieabenteuer. Damit muss endlich Schluss sein. Liebe Freunde, die AfD Sachsen legt hiermit ein Regierungsprogramm vor, das diese Politik beendet, einen grundlegenden Richtungswechsel herbeiführt und Sachsen wieder zu dem macht, was es einmal war. Eine stolze, familienfreundliche und sichere Heimat, eine natürlich gewachsene Heimat, die eine sichere sächsische und deutsche Identität prägt, nicht aber eine künstliche europäische Identität, die es so nicht gibt und nicht geben kann. Eine Heimat, in der sich alle wohlfühlen, die unsere Sprache sprechen, die unsere Werte und Gesetze achten und die bereit sind, ihren Anteil zu unserem Wohlstand beizutragen, statt ohne eigenen Beitrag und Leistung nur Nutzen daraus zu ziehen. Dieser Richtungswechsel beinhaltet auf allen Politikfeldern andere Vorhaben als bisher. Die können traditionell sein, aber auch revolutionär. Was sich teilweise jahrzehntelang bewährt hat, führen wir fort und lassen den ungesunden, gleichmacherischen, bevormundenden Zeitgeist außen vor. Das betrifft auch Punkte unseres Programms von 2014, an denen wir festhalten. Was dagegen neu gedacht werden muss, scheuen wir uns nicht umzusetzen. Für uns ist ein gesunder Mittelstand die Grundlage einer leistungsfähigen und erfolgreichen Wirtschaft. Leuchtturmprojekte sollen nicht mehr subventioniert, Gelder für regionale Förderung auch regional verwaltet, staatliche Zuweisungen an die Kommunen erhöht und der Schlüssel dafür verändert werden. Wir wollen Wohneigentum in Stadt und Land fördern, den Landesrechnungshof zu Sanktionen ermächtigen, die Grundsteuer zuhören, sowie Straßenanliegerbeiträge abschaffen, die Gewerbesteuer vereinfachen, zur Meisterpflicht zurückkehren und die einseitige Sanktionspolitik gegen Russland beenden. In grenznahen und industrieschwachen Regionen wie der Lausitz, dem Erzgebirge und dem Vogtland wollen wir Sonderwirtschaftszonen einrichten. Für uns ist eine solide, nachhaltige Geld- und Währungspolitik, die auf eine Vermeidung von Neuverschuldung zielt, die Basis für die gedeihliche wirtschaftliche Weiterentwicklung und damit den Wohlstand in Sachsen. Wir wollen weiterhin mit darauf hinwirken, die vertraglichen Verbote der Staatsfinanzierung durch die EZB und der Vergemeinschaftung der Schulden endlich durchzusetzen. Die uneingeschränkte Bargeldnutzung als wichtiges bürgerliches Freiheitsrecht dauerhaft erhalten. Sowie regional tätige Banken wie Sparkassen und Genossenschaftsbanken stärken. Für uns ist eine Sicherheitspolitik nach Gefahrenlage und nicht nach Kassenlage unabdingbar. Wir wollen die Personaldecke und die Präsenz der Polizei stärken, die Einflussnahme der politischen Parteien auf das Ernennen von Richtern und Staatsanwälten beenden, Grenzkontrollen wieder einführen, den Opferschutz verbessern sowie den Brand-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutz für die Zukunft rüsten. Wir lehnen Moscheebauten, besonders mit Minarett, ebenso ab wie religiöse Gesichts- und Vollverschleierung im öffentlichen Raum. Für uns ist das auch in Sachsen weiterhin vorherrschende traditionelle Familienmodell aus Mann, Frau und deren Kindern Grundlage und Voraussetzung unseres Handelns. Die wirtschaftlichen und rechtlichen Benachteiligungen dieses Familienmodells werden wir beseitigen und diese Familien in ihrer individuellen Freiheit, Eigenständigkeit und Mitbestimmung stärken, indem wir langfristig ihre Steuer- und Abgabenlast senken. Familien soll in Sachsen kein Armutsrisiko mehr sein. Wir wollen Frühsexualisierung verhindern, das Unterstützungsnetzwerk für Schwangere in Not erweitern, ein sächsisches Babybegrüßungsgeld einführen,
das Landeserziehungsgeld deutlich ausbauen, die Betreuungsschlüssel in sächsischen Kindertagesstätten senken und Elternbeiträge begrenzen. Für uns ist die Ausrichtung der Bildungsstandards der verschiedenen Schulformen an den Anforderungen der weiterführenden Bildungseinrichtungen selbstverständlich. Wir wollen die frühkindliche Bildung und Erziehung neu ausrichten, ein Kopftuchverbot an Schulen und Kindergärten durchsetzen, Förder- und Sonderschulen beibehalten. Nix mit Inklusion. Wer war das? Okay, AfD. AfD, AfD, AfD. Gut, reicht. Die Abiturientenquote senken, die bewährten Diplom- und Magisterstudiengänge wieder einführen und an einem Landesbildungsministerium festhalten. Daneben wollen wir den Rundfunkstaatsvertrag kündigen und das Kulturraumgesetz entideologisieren. Für uns ist der Erhalt unseres Sozialstaates ein wichtiges Anliegen. Einwanderung braucht deshalb klare Regeln und geschützte Grenzen. Wir wollen Kindergeldzahlungen an im Ausland lebende Kinder stoppen. Für Werk- oder Leiharbeitsverträge eine Obergrenze von 15% einführen. Den Mindestlohn beibehalten, Hartz IV abschaffen und Arbeitslosengeld I länger zahlen, ein besonderes Förderprogramm für ältere deutsche Bürger sowie eine Demokratieerklärung bei der Ausreichung von Fördergeldern einführen. Für uns ist die Wiederbelebung unserer lange vernachlässigten ländlichen Räume ein zentrales politisches Ziel, weshalb wir das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt zu einem starken Ministerium für den ländlichen Raum aufwerten. Wir wollen die Zuständigkeit für die heimische Landwirtschaft wieder in nationale Hände legen. Zielquoten für den Ökolandbau sowie den Anbau gentechnisch veränderter Nutzpflanzen verhindern. Kleingartenwesen und Kleintierzucht erhalten. Ein sächsisches Herkunftssiegel etablieren, am generellen Verbot von Schächtungen festhalten, eine angemessene Weidetierprämie einführen und den Wolf abschießen. Und den Wolf unter das Jagdgesetz stellen. Das ist was anderes. Gegen den Willen der Bürger in den betroffenen Kommunen darf es in Sachsen keine weiteren Windkraftanlagen bzw. keinen weiteren Ausbau bestehender Windkraftanlagen geben. Für uns ist die gesundheitliche Versorgung der sächsischen Bevölkerung eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die deutlich mehr Gemeinwohlorientierung erfordert und sich am Patienten, seiner Würde und seinen Grundrechten auszurichten hat. Wir wollen den praktischen Arzt wieder einführen, die Telemedizin ausbauen, Migrantenambulanzen einrichten, also separat, ein Landespflegegeld etablieren, ein hochwertiges und frisch zubereitetes Schulessen bereitstellen, kriegst gleich Hunger, und eine Landarztquote bei der Studienplatzvergabe festsetzen. Für uns ist die Abkehr von der großen Transformation Klimaschutzplan 2050, die Abschaffung des Erneuerbaren Energiegesetzes, kurz EEG, und die Rückkehr zu einer Energiepolitik, die eine stabile, preiswerte und sichere Stromversorgung gewährleistet, das Fundament unseres Handelns. Also wenn es so weitergeht, schießen uns die Strompreise durch die Decke. Wir wollen den Verbrennungsmotor ebenso weiter nutzen wie den einheimischen Primärenergieträger Braunkohle. Also, der Diesel lebt. Wir wollen daneben Pumpspeicherkraftwerke erhalten, die Forschung zu neuen Energie- und Reaktortechnologien fördern, für Windkraftanlagen die 10H-Regelung durchsetzen. Also das heißt, die Dinger stehen so weit auseinander, dass sie bei uns in Sachsen keinen Platz mehr haben. Wir wollen
Genau. Durchsetzen und staatliche Vorschriften zur Energieeinsparung beseitigen, die wie die Energieeinsparverordnung, kurz ENEF, bezüglich Kosten-Nutzen zu einer unverhältnismäßig hohen finanziellen Belastung von Bürgern und Unternehmen führen. Außerdem streben wir eine Entlastung der überbeanspruchten Autobahnen durch die Verlagerung auf alternative Transportwege, die Entflechtung von Güter- und Personenverkehr sowie die volle Verkehrsanbindung aller Regionen von Sachsen an. Also kurz auf den Punkt gebracht, freie Fahrt für freie Bürger. Für uns bietet die digitale Entwicklung mehr Chancen als Risiken, weshalb wir sie aktiv zum Wohle des einzelnen Menschen sowie der Gesellschaft gestalten. Wir wollen einen Technologiepark IT-Kommunikation etablieren, die Versorgung mit schnellem Internet sowie flächendeckender Mobilfunkanbindung als Elemente staatlicher Daseinsvorsorge beschleunigen, sowie die Industrie 4.0 ebenso wie das E-Government fördern. Daneben wollen wir mit Blick auf die Wiederbelebung des ländlichen Raumes in Sachsen den Erwerb von Wohneigentum stärker unterstützen, sowie Bebauungsplan und Planfeststellungsverfahren, wir stehen ja hier vorm Rathaus, beschleunigen. Dieses anspruchsvolle Programm entstand basisdemokratisch in monatelanger Arbeit in unseren Landesfachausschüssen. In diesen opferten über 100 Experten aus unserer Mitgliedschaft, da sind wir besonders stolz drauf, viele Abende und Wochenenden, um Sachsen voranzubringen. Und es entstand unter Mitwirkung unserer Bundestagsabgeordneten und Landtagsabgeordneten, die ihre politischen Erfahrungen und ihre bereits im Sächsischen Landtag und Deutschen Bundestag aktiv vertretenen Anträge und Gesetzesvorhaben thematisch angepasst mit einbrachten. Dieses Programm mit Leben zu erfüllen, dafür stehen wir ab 1. September 2019 bereit. Denn die AfD Sachsen, obwohl erst im April 2013 gegründet, hat bereits zweimal Historisches geschafft. 2014 den ersten Landtagseinzug eines Landesverbandes und 2017 das beste Bundestagswahlergebnis vor der CDU. Wir haben jetzt im Jahr 2019 zum dritten Mal die Chance, Historisches zu schaffen. Wir können die Regierung eines Bundeslandes stellen. Und das müssen wir auch in einem Land, das sich seiner freiheitlich-demokratischen Grundordnung rühmt, die aber die CDU-geführte Bundesregierung seit 2015 außer Kraft gesetzt hat. Dieses Land müssen und werden wir uns zurückholen. Wir sind die Alternative zu einer Partei, die alle Ideale vom November 1989 vergessen hat. Wir sind die Alternative zu einer Partei, die die Begriffe Freiheit, Demokratie und Wohlstand zu Worthülsen verkommen ließ, weil sie Menschen und deren Leistungen nur nach ihrem Marktwert beurteilte und das Volk der Wirtschaft und der Bürokratie unterordnete. Wir sind die Alternative zu einer Partei, ihr wisst welche, die alle konservativen, patriotischen und freiheitlichen Inhalte über Bord warf, um sich sämtlichen anderen Parteien anzudienen und die damit Machterhalt vor Politik setzte. Unser Programm ist kein Programm, das wir alleine umsetzen können. Dazu brauchen wir Sie, die Bürger, alle redlichen Sachsen. Wir rufen Sie dazu auf. Trau dich, Sachsen, das ist unser Motto. Trau dich zu gestalten, trau dich aktiv zu sein, trau deinem Mut. Sachsen kann mehr und wir werden es beweisen. Vielen Dank. Danke, Jan. Es ist ein sehr umfangreiches, detailliertes Programm und ich glaube, keine andere Partei in Sachsen kann etwas Ähnliches bieten und wir haben damit ein wegweisendes, zielführendes Programm, das unseren Wählern klipp und klar zeigt, wohin wir wollen und wohin die Reise gehen soll in Sachsen. Ich frage jetzt nicht nochmal, ne, wieder Jan, ich erspare es mir, aber eins möchte ich noch ergänzen,
Jan Zwerg, unser General, tritt im Wahlkreis 50 als Direktkandidat an. Das ist der Wahlkreis Pirna. Und ich wünsche ihm schon jetzt viel Erfolg für seine Arbeit. Und Jan, wenn du so weitermachst wie heute hier auf dem Wagen, bin ich überzeugt, du rockst den Wahlkreis. Deine Wähler. Danke. So, als nächster ist Jörg Urban zu uns gekommen. Ich muss dazu sagen, Dank an der Stelle an André Barth, der deine Rolle heute übernommen hat bei der Veranstaltung der Landtagsfraktion. Und ich freue mich ganz besonders, unseren Landes- und Fraktionschef Sachsen der AfD begrüßen zu dürfen. Jörg, deine Fans, deine Worte, deine Rede. Vielen Dank. Ich bin sehr gerne wieder in Pirna. Der Landkreis Sächsische Schweiz ist einer der ganz dunkelblauen Landkreise in Sachsen. Das ist zum einen ein Zeichen dafür, dass unsere AfD-Mitglieder hier sehr emsig und fleißig sind, aber es ist natürlich auch unbedingt ein Zeichen dafür, dass die Menschen, die hier wohnen, nicht nur schlau sind und mitdenken, sondern dass sie eben auch den Mut haben zu einer politischen Wende, die das Land dringend braucht. Ich habe mich auch bei der Rede von Jan Zwerg sehr gefreut, dass es sehr viel Zwischenbeifall gab, denn es war tatsächlich die Präambel unseres Wahlprogrammes. Und der viele Zwischenbeifall zeigt mir, dass wir programmatisch für die Landtagswahl auf dem richtigen Weg sind, dass wir die Dinge ansprechen, die tatsächlich Sie und viele andere in Sachsen von einer Politik erwarten. Wir haben aber jetzt nächstes Wochenende nicht Landtagswahl, sondern wir haben Kommunalwahl, wir haben Europawahl. Und deswegen möchte ich mich heute mit meinem Redebeitrag auch darauf konzentrieren. Es wird ja immer wieder gefragt, warum die AfD überhaupt an den Europawahlen teilnimmt, weil sie doch die EU abschaffen will. Und die Frage ist berechtigt. Die AfD will die EU in ihrer heutigen Form tatsächlich abschaffen. Die heutige EU ist ein Moloch, der sich immer mehr... Die heutige EU ist ein Moloch, der sich immer mehr Kompetenzen vereinnahmt, die eigentlich den Nationalstaaten gehören. Und leider sind die Regierenden in diesen Nationalstaaten oft auch bereit, diese Kompetenzen kampflos abzugeben, wie derzeit unsere Bundesregierung aus CDU und SPD. Das hat Konsequenzen für uns. Heute zwingt uns die EU zum Verschrotten unserer Diesel-Pkw. Heute zwingt uns die EU zur Elektromobilität und macht das Autofahren mittelfristig zum Luxus. Heute zwingt uns die EU zur Abschaffung von Glühbirnen, zu kraftlosen Staubsaugern, zu geraden Gurken und zu ungebräunten Pommes. Das sind die harmloseren Zwangsmaßnahmen. Die heutige EU zwingt uns aber auch, dass die Sparkassen und Behörden eine Politik gegen die kleinen und mittleren Unternehmen machen. Sie bevorteilt Großkonzerne und Investmentbanker. Die heutige EU will uns den Schutz unserer nationalen Grenzen verwehren, ohne dass sie den EU-Außengrenzenschutz wirklich bewerkstelligt. Im Gegenteil, die EU will mit dem Migrationspakt die Masseneinwanderung aus Afrika und Vorderasien zur Normalität machen. Ja, diese EU wird von der AfD abgelehnt und sie soll so schnell wie möglich in dem Mülleimer der Geschichte verschwinden. Und trotzdem will die AfD die Europäische Union nicht abschaffen. Wir wollen einen europäischen Staatenbund, der die Aufgaben erfüllt, die sich sinnvollerweise gemeinsam lösen lassen. Dazu gehört ein europäischer Binnenmarkt. Dazu gehört eine abgestimmte Außenpolitik, um auf Augenhöhe mit Wirtschaftsnationen wie den USA oder China mitspielen zu können. Und natürlich gehört für mich auch die Verteidigung europäischer Werte zu den Aufgaben einer reformierten EU. Dabei denke ich aber nicht an solche angeblichen Werte wie Genderwissenschaft, Multikulti, Klimareligion und Sozialismus. Ich denke an die Freiheit der Meinung, an Aufklärung und Wissenschaft, an Rechtsstaatlichkeit, an Demokratie, an die Gleichheit von Mann und Frau. Das sind europäische Werte. Applaus
Diese Werte wurden in Europa über Jahrhunderte entwickelt und sie prägten alle europäischen Länder. Und sie sind heute in Gefahr. Sie sind in Gefahr, weil die politische Linke gemeinsam mit globalen Konzernen an der Auflösung der Nationalstaaten und damit an der Auflösung der Demokratie arbeitet. Weil ehemals konservative Parteien wie die CDU diesem Zersetzungswerk nichts mehr entgegensetzen, sondern nur noch mit der Verteidigung ihrer Posten und ihrer Pfründe beschäftigt sind. Europa und seine Werte sind in Gefahr und darauf möchte ich heute das Hauptaugenmerk lenken, weil flächendeckend in Europa ungehindert von den etablierten Parteien der Länder der Islam und die Scharia Einzug halten. Die Migration hat über die letzten Jahrzehnte Millionen Muslime nach Europa gebracht. Unter dem Druck der Kriege in Libyen, Irak und Syrien und durch demonstrative Einladungsgesten wie das Öffnen der deutschen Grenze 2015 kamen innerhalb kürzester Zeit weitere Millionen muslimischer Einwanderer hinzu und mit ihnen der Islam. Der Islam kennt keine Trennung zwischen Staat und Religion, so wie es das Christentum kennt, in Deutschland spätestens seit der Zwei-Reiche-Lehre von Martin Luther. Und deshalb stehen für 50% der heute in Deutschland lebenden Muslime die Gesetze der Scharia über den deutschen Staatsgesetzen. Islam und Scharia stehen anderen Religionen und Ungläubigen nicht neutral, sondern feindlich gegenüber. Freundschaften zu Ungläubigen sollen unterbleiben. Juden, Christen und Ungläubige sind Menschen zweiter Klasse. Der Übertritt vom Islam zum Christentum ist verboten und wird bestraft. Frauen haben weniger Rechte als Männer. Frauen dürfen keine Ungläubigen heiraten, schon der Versuch wird bestraft. Wer glaubt, man könne den Islam in Europa integrieren, ist entweder ein naiver Gutmensch oder er ist ein verlogener Profiteur der Asyl- und Integrationsindustrie. Die Glaubenssätze der Scharia, die oft unserem Grundgesetz widersprechen, werden inzwischen in 3000 Moscheen in Deutschland gepredigt. Selbst schutzsuchende Kriegsflüchtlinge passen sich nicht unseren Sitten und Werten an, im Gegenteil. Frauen wird der Handschlag verweigert, Schul- und Kantinenessen müssen halal sein, Zwangshochzeiten und Kinderehen werden weiter praktiziert, Familien verstümmeln oder ermorden sogar ihre Töchter, wenn sie sich mit ungläubigen Deutschen einlassen. Muslimische Gebetsräume in Schulen und öffentlichen Gebäuden werden gefordert, Juden werden in der Öffentlichkeit beleidigt und angegriffen. Der Islam ist nicht nur rückwärts gewandt. Er ist als Islamismus auch willens, rückwärts zu gehen und demokratische und freiheitliche Errungenschaften wieder abzuschaffen. In allen islamisch geprägten Ländern, von Pakistan bis Ägypten, die nach der Unabhängigkeit einen säkularen Weg eingeschlagen haben, mit Frauenrechten, mit Freiheit der Religionsausübung, mit Meinungsfreiheit, in allen diesen Ländern bestimmen heute Mullahs, Imame und Islamisten die Politik. Frauen sind wieder voll verschleiert, Homosexuelle werden wieder verfolgt, Journalisten ermordet, Christen und Andersgläubige diskriminiert und regelmäßig gibt es Bombenanschläge auf Kirchen. Islam und Islamismus sind nicht zu trennen. Der Islamismus steht unseren europäischen Werten feindlich gegenüber. In Europa findet längst ein realer Kulturkampf mit realen Opfern statt. Die islamistischen Terroranschläge reihen sich aneinander. Charlie Hebdo, Bataclan, Brüssel, Nizza, Berlin, Manchester, Hamburg, Barcelona, Straßburg. Die Schändung der christlichen Kirchen hat riesige Ausmaße angenommen. In Frankreich sind Kirchenschändungen an der Tagesordnung. Allein im Februar 2019 wurden 47 Kirchenschändungen dokumentiert. Auch die Zahl der antisemitischen Straftaten wächst rapide. Von 2017 bis 2018 stieg die Anzahl der Straftaten gegen Juden oder jüdische Einrichtungen in Deutschland um 20%.
Tätliche Angriffe auf Juden auf der Straße, in der U-Bahn oder Mobbing von jüdischen Schülern in sogenannten Integrationsschulen nehmen zu. Wie dramatisch der Antisemitismus in Deutschland und Europa wirklich ist, erkennt man an der Zahl der Juden, die Europa verlassen oder verlassen wollen. Eine EU-Studie sagt, dass 38% der europäischen Juden überlegen, ob sie auswandern. 38%. Liebe Freunde, liebe Gäste, ja, der Islamismus breitet sich in Europa aus. Das ist kein Hirngespinst von Pegida oder von AfD-Politikern. Es ist Realität, die sich mit Zahlen belegen lässt. Europa und seine Kultur stehen zum wiederholten Male in der Geschichte vor der Gefahr einer Zerstörung durch die Islamisierung. Blutige Kämpfe von Spanien bis nach Wien waren über Jahrhunderte die Regel und nicht die Ausnahme. Ohne die Reconquista in Spanien würde es heute keine europäische Kultur geben. Ohne die Verteidigung Wiens vor dem Expansionswillen der Osmanen gäbe es heute kein Europa mit gemeinsamen europäischen Werten. Vor Wien haben die Völker Europas gezeigt, wie man gemeinsam eine existenzielle Bedrohung abwehren kann. In Wien vor dem Tor Europas standen 1683 15.000 Verteidigern der Stadt 120.000 osmanische Soldaten gegenüber. Aber das gemeinsame Bündnis von Vatikan, Venedig, Österreich, Polen, Bayern, Sachsen, Franken und Schwaben konnte den Siegeszug des Islam nach Deutschland stoppen. An diese heilige Liga europäischer Mächte aus dem Jahr 1683 müssen wir anknüpfen, wenn wir an einer gemeinsamen Zukunft für Europa bauen. Es gibt diese konservativen Kräfte in allen europäischen Ländern, denen das kulturelle und zivilisatorische Erbe Europas am Herzen liegt. Es ist die Lega Salvinis in Italien, es ist die FPÖ Straches in Österreich, es ist die polnische PiS, die ungarische Fidesz, die Schwedendemokraten, die Volkspartei Dänemarks, die Freiheitspartei von Geert Wilders und es ist die AfD in Deutschland. Ja, es gibt europäische Werte zu verteidigen. Und deshalb ist es eine Pflicht für jeden, dem die Zukunft unseres Landes, die Zukunft unserer Kinder am Herzen liegen, am 26. Mai an der Europawahl teilzunehmen. Gemeinsam retten wir Europa. Geben Sie uns Ihre Stimme. Dankeschön. Danke, lieber Jörg. Und da bleibt mir eigentlich nur eine Frage. Wollen wir den Islam in Sachsen? Ich habe es nicht gehört. Wollen wir den Islam in Sachsen? Nein! Ja. Und in Deutschland aber auch nicht. Aber ich denke, Sachsen liegt uns näher wie der Rest der Teil der Bundesrepublik. Ich freue mich ganz besonders, dass ich jetzt jemanden begrüßen darf, der leider an unserer Aschermittwochsveranstaltung in Gotha nicht teilnehmen konnte, weil er andere Verpflichtungen hatte. Andreas Kalbitz aus Brandenburg. Fraktions- und Landeschef der AfD und Spitzenkandidat der AfD für die Wahl am 1. September, genau wie bei uns in Brandenburg. Andreas, deine Worte. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein, wieder mal in Pirna. Ist ja nicht das erste Mal. Es ist auch immer ein Heimspiel. Zuallererst bedanke ich mich mal bei der Polizei. Das ist noch nicht gemacht worden. Die sind ja hier nicht, um die Bürger vor uns zu schützen, sondern uns. Von denen, die gar nicht da sind. Wird auch mal dünner, ne? Gar keine Gegendemos mehr, finde ich ein bisschen schwach. Normalerweise hat man ja immer noch so eine kleine Gruppe, das sind immer so ein paar aufgehetzte Kindersoldaten dieser sogenannten Antifa und so ein Teil Räumerdeckenfraktion von der Gewerkschaft, was auch so übrig ist. Wir machen den Osten blau. Das ist das, was jetzt passiert im Moment. Und Sachsen hat eine ganz wichtige Funktion. Sachsen wird der Eisbrecher sein. Bin ich fest davon überzeugt, dass Sachsen der Eisbrecher ist, wenn es darum geht, auch Verantwortung für unser Land zu übernehmen. Was für eine Geschichte, was für eine Erfolgsgeschichte die AfD ist, wenn wir uns überlegen, in 5 Jahren, was wir erreicht haben.
Und das haben wir gemeinsam getan, wenn wir uns überlegen, wie das geschehen ist. Wir stehen gegen einen Blockparteien-Salat. Ja, das ist ja alles dasselbe. Sie kennen das alle noch. Das war der Zustand vor der AfD, wo man sich eigentlich überlegt hat, was soll ich noch wählen? Die Masse ist gar nicht wählen gegangen, ich auch nicht. Weil ich mir dachte, das ist eh alles dieselbe Suppe. Kannst du auch lassen. Und dann, und das ist ja eigentlich die Gründungslegende der AfD, haben wir den Schritt gemacht zu sagen, wir machen es selber. Wir können die Verantwortung denen nicht überlassen, die dieses Land an die Wand fahren. Wir übernehmen die Verantwortung einfach selber. Und wenn AfD-Politikern der Vorwurf gemacht wird, naja, wir hätten gar nicht die Erfahrung. Da kann ich eines sagen, wenn das, was da draußen politisch läuft in diesem Land, das Produkt der Erfahrung ist der Altparteien, dann kann ich nur sagen, schlechter kann man es gar nicht machen. Und deshalb bin ich völlig zuversichtlich, auch was die Kommunalwahlen angeht, die Landtagswahlen. Die Kommunalwahlen werden gerne unterschätzt. Die Kommunalwahlen sind ganz wichtig, die verfestigen auch unseren Anspruch. Die AfD ist gekommen, um zu bleiben. Und deshalb ist es wichtig, dass wir in allen kommunalen Parlamenten sind, dass wir Stadträte stellen, dass wir Bürgermeister stellen, dass wir uns um die Sorgen der Menschen vor Ort kümmern. Das ist ganz entscheidend. Und deshalb dürfen die Kommunalwahlen nicht unterschätzt werden. Im Grunde sind alle Wahlen wichtig, das ist klar. Ja, auch die Landtagswahlen, wie gesagt, mit Sachsen, mit einer Eisbrecherfunktion in Sachsen, das ist ganz entscheidend, um uns diesem ganzen Politwahnsinn entgegenzustellen, der da abläuft. Wir haben uns ja an viel zu viel gewöhnt. Wir haben uns dann viel zu viel gewöhnt, was da draußen abläuft. Ob das Geldverschwendung ist, da geht es ja inzwischen geht's ja um Summen. Früher waren mal ein paar Millionen viel Geld. Ja, jetzt geht es ja immer um so Fantastotrilliarden, die überall hinfließen. Das ist unser Geld, das wir erarbeiten. Und dann muss man sich politisch schon beschimpfen lassen. Das heißt, ah, Herr Kalbitz, Sie fordern ja allen Ernstes, dass das Geld, das die Deutschen erarbeiten, zuallererst für die Deutschen eingesetzt wird. Ja, natürlich fordern wir das, weil es das Normalste der Welt ist. Und wir keine Lust mehr haben auf diesen Minderheitenfetischismus, der da abläuft, wo die normalen Menschen, die Mehrheitsbevölkerung inzwischen völlig negiert wird von der Politik und die Misserfolg, den parteipolitischen Misserfolg, haben sich die anderen auch selber zuzuschreiben. Und das sage ich auf jeder Veranstaltung, ich sage es immer wieder gerne, wenn der AfD zum Vorwurf gemacht wird, ja, die AfD sei die Ursache für dieses oder jenes. Die AfD ist die Ursache für ganz genau gar nichts. Hätten die anderen ihren Job richtig gemacht, dann gäbe es uns überhaupt nicht. Dann würden wir... Dann würden wir unseren Berufen nachgehen. Wir haben nämlich welche. Ja, wir haben nämlich welche. Schauen Sie sich mal, nehmen Sie sich mal das Handbuch des Deutschen Bundestages zur Hand. Da gibt es so ein Buch, wo dann die ganzen Biografien drin sind. Und dann schauen Sie mal bei den Grünen. Ja, bei den Grünen ist also der häufigste Berufsabschluss ist Studienabbrecher. Ja. Einige verklausulieren das auch noch. Claudia Roth zum Beispiel. Ja. Da steht drin, die ist Dramaturgin. Ja, die ist auch keine Dramaturgin. Die war Berufsgroupie bei Tonsteine Scherben. Ich will auch gar nicht wissen, was hinter der Bühne gelaufen ist. Interessiert mich auch nicht. Ja. Solche Gestalten entscheiden jetzt über die Zukunft unseres Landes, über die Zukunft unserer Kinder. Und wir müssen diesen Zustand so dringend beenden. Und deshalb ist es so gut und wichtig, dass die AfD jetzt da ist, um einfach wieder Normalität zu schaffen. Wir müssen wieder Normalität schaffen in diesem Land. Und das ist das, was wir als AfD wollen. Ich weiß nicht, ob Sie sich an die Zeit noch erinnern, wo man sein Auto vor der Tür hat stehen lassen. Das war nicht abgeschlossen, der Geldbeutel lag drin. Und was ist passiert? Nichts. Es ist nichts passiert. Das war dieselbe Zeit, als man, ich habe eine Tochter, die ist 17 Jahre alt. Es war dieselbe Zeit, als die Kinder nachts noch U-Bahn fahren konnten. Und was ist passiert? Nichts ist passiert. Das war dieselbe Zeit, wo man 40 Jahre gearbeitet hat. Und natürlich von der Rente dann ein würdiges Alter absolvieren konnte, ohne im Müll wühlen zu müssen. Das war diese Zeit. Entschuldigung, ja, anständige Getränke gibt es ja nicht. Das war diese Zeit, die wir wieder zurückhaben wollen. Und da bezog sich auch die ganze Politik auf die Interessen der Bevölkerung, auf die Interessen des Volkes. Ich sage es ganz bewusst gerne. Die Bevölkerung, die schon länger hier leben. Nein, es geht ums deutsche Volk. Und das muss man immer wieder deutlich und klar aussprechen. Und natürlich wird es darauf hinauslaufen, dass man irgendwann mal politisch Kompromisse macht.
Aber es gibt Dinge, die sind nicht verhandelbar. Heimat ist nicht verhandelbar. Identität ist nicht verhandelbar. Und ich warne davor, dass die AfD zu schnell versucht, durch Regierungsbeteiligungen Sachen umzusetzen, die man in einer Minderheitenposition nicht umsetzen wird. Und deshalb sage ich, für Brandenburg ist das ganz klar. Die Sachsen, denke ich mal, sehen es ähnlich. Deshalb ist es ganz wichtig, die AfD darf nicht als Juniorpartner in eine Koalition gehen. Wir dürfen uns nicht verkaufen für Staatssekretärsposten. Die AfD wird nur eine Alternative für Deutschland bleiben, wenn wir uns treu bleiben. Wenn wir uns treu bleiben, es geht nicht darum, um ein bisschen Beteiligung. Es geht nicht darum, ein paar Gesetzgebungsverfahren zu beeinflussen. Wir brauchen einen Paradigmenwechsel für dieses Land. Wir brauchen eine fundamentale Werteänderung. Wir müssen die 68er auf die Müllhalde der Geschichte schicken. Diese Leute, die das Land in einer Art und Weise umgestalten, zersetzen, abschaffen. Das ist die Realität, die wir haben. Wir merken das ja auch in der Sprache, begrifflich. Ja, da wurde mir mal vorgeworfen von irgendeiner Grünen, keine Ahnung. Ich meinte, ja, ich hätte einen heteronormativen Geschlechterentwurf. Heteronormativ, ich stehe auf Frauen. Ja. Dann mir heteronormativ, hört sich echt schlecht an. Dann gehst du vielleicht in die Apotheke, holst dir was. Ja, also, so weit sind wir schon, mit was für Begrifflichkeiten die arbeiten. Und das ist deren Problem, das ist dieses Versagen. Es ist aber erschreckend, welchen Einfluss diese Leute inzwischen haben. Es ist erschreckend, welchen Einfluss, ich rede da besonders von den Grünen. Ja, ich weiß nicht, ich empfehle Ihnen, lesen Sie das Parteiprogramm der Grünen. Lesen Sie sich das mal durch. Das ist der komprimierte Irrsinn. Und wer danach noch nicht geheilt ist, dem ist eh nicht mehr zu helfen, der gehört eigentlich in die Geschlossene. Ja, aber diese Leute haben allen Ernstes Einfluss, interessanterweise im Westen und interessanterweise in den Regionen, die teilweise vor Reichtum geschlossen haben. Ja, man kann sich, das ist ja so ein Grundprinzip, man kann sich ja egalitäre Toleranz, kann man sich mal da am ehesten leisten, wo man am weitesten von dem Problem weg ist. Ja, habe ich auch in Altötting. Ich habe in Altötting die schönste Gegendemonstration aller Zeiten gehabt. Ja, das war auch so eine Region, die konnten alle auch vor Geld nicht mehr laufen. Ja, haben so Gegendemo gemacht und haben da so Choräle gesungen. Haben immer so Kerzen hochgehalten, haben gesungen, fürchtet euch nicht. Ja. Bin ich da hingegangen, habe gesagt, ja, ich fürchte mich nicht, sag, ihr braucht euch auch nicht fürchten. Ja. Da hat mir die Dame noch erklärt, ganz lieb, hat mir die Dame noch erklärt, dass dieser Weidezaun, der offensichtlich seit 30 Jahren da stand, schon nach dem Bewuchs zu urteilen, nicht gezogen ist, um mich auszugrenzen. Ja, da war ich aber glücklich, sonst hätte ich mich ja ins Kissen geheult nachts. Ja, also da gibt es schon Menschen, die merken gar nichts mehr. Und was bei den Grünen gerade abläuft, da erleben wir an diesem ganzen Klimawahnsinn. Ja, diese Klimaideologie, das ist ja ein quasi religiöser Fanatismus, den wir da erleben. Die Systematik ist übrigens dieselbe. Also es droht uns das Fegefeuer, sprichwörtlich der Klimawandel. Ja, das Fegefeuer droht uns, aber die Erlösung ist schon da. Ja, und immer wenn du denkst, schlimmer geht's nicht mehr, kommt von irgendwo die Greta her. Ja, es ist noch gar nicht lange her, da wäre ein kleines weißes Mädchen mit Zöpfen eigentlich ein Indiz für was ganz anderes gewesen. Ich weiß nicht, ob sich der eine oder andere noch erinnert, es gab mal von der Gewerkschaft der Erzieher so ein Heft, wie erkennt man problematische Elternhäuser. Ein Indiz war unter anderem, wenn Mädchen zum Beispiel Röcke tragen und Zöpfe haben. Ganz bedenklich. Ja, also jetzt, auf jeden Fall reist jetzt Greta durch die Weltgeschichte, ja, gibt dem Papst Audienzen. Völliger Irrsinn. Und natürlich bieten uns die Grünen gleichzeitig die Erlösung an. Also wir müssen nur alles tun, was die sagen. Kein Fleisch mehr essen, kein Auto mehr fahren, nicht mehr in Urlaub fliegen. Und dann werden wir erlöst. Ja, dann werden wir erlöst. Braucht auch keiner mehr zur Schule gehen. Man kann jetzt freitags demonstrieren gehen, weil den Kindern klar gemacht wird, es ist sowieso sinnlos, zur Schule zu gehen, weil ja durch die Erderwärmung, auf die ich übrigens die ganze Zeit warte, das ist ja eigentlich schon Sommer fast, weil sowieso keine Zukunft mehr da ist. Weil sowieso keine Zukunft da ist. Und das machen die ganze Zeit. Es wird der AfD vorgeworfen, wir schüren Ängste. Wir schüren keine Ängste. Die schüren Ängste, produzieren so eine Stimmung der Endzeit. Ja, und ich weiß nicht, wer sich noch erinnert. Das hatten wir alles schon mehrfach gehabt. Ich weiß nicht, wer sich noch an das Ozonloch erinnert. Ja, wo ist das Ozonloch eigentlich hin? Ja, das muss ungefähr da sein, wo das Waldsterben ist. Wo ist eigentlich das Waldsterben? Ja, da ist auch, ja, der Wald stirbt, wir haben nur noch... Ja, das ist ungefähr, da gab es in den 60ern im Westen die Erdölkrise. Ja, autofreie Sonntag, das Erdöl reicht nur noch 20 Jahre, wir werden alle sterben.
Was für ein Unsinn. Jetzt ist die AfD da. Es ist entscheidend, dass Menschen aus dem Leben Politik machen für Menschen im Leben, dass Normalität wieder einzieht in diesem Land. Sicherheit, soziale Gerechtigkeit für uns, für die Zukunft unserer Kinder. Und wenn das Recht sein soll, dass man glaubt, dass man das Geschlecht der Kinder nach der Geburt, bei meinen dreien war es so, nach der Geburt durch einen Blick erkennt, ja, und die sich das nicht googeln können oder täglich neu aussuchen, dann lasse ich mir das gerne vorhalten. Wir haben überhaupt keine Rücksicht mehr zu nehmen, wenn es um die Interessen unseres Volkes, unseres Landes geht. Ich freue mich, dass Sachsen so gut aufgestellt ist und der Osten, im Osten geht die Sonne auf, auch politisch. Im Osten geht die Sonne auf. Und wir holen uns dieses Land zurück. Wir machen das friedlich, wir machen das demokratisch, wir machen das gewaltfreier, wir machen das sicher erfolgreich. Und es ist so nötig, weil es gibt Entwicklungen, die sind reversibel und es gibt Entwicklungen, die sind irreversibel. Reversibel, na, der Wirtschaft geht es mal gut, mal schlecht. Was wir aber erleben seit 2015 mit der Flutung von Menschen aus völlig kulturfremden Räumen, das ist nicht mehr gut zu machen, das ist nicht mehr zu reparieren. Und deshalb ist unsere Forderung ganz klar, Grenzen dicht. Wir brauchen nicht diese Willkommenskultur, dieser Kuscheltierwerfer. Was wir brauchen, ist eine lebendige Abschiebekultur. Ja, und das ist das einzige Argument. Und deshalb fordern wir auch konsequent, dass Kriminelle, Ausreisepflichtige, sogenannte Flüchtlinge, ja, Sie kennen sie alle, diese 12-jährigen Syrer mit Bart, die auf dem Weg da die ersten 3 Meter aufs Wasser immer ihren Pass verlieren, nie ihr Handy. Dann kommt ja auch so eine NGO, sammelt die schon ein, ja, bringt die natürlich nicht zurück nach Libyen, die fahren die dann nach Italien. Dann stolpern die hier über die Grenze, nuscheln Asyl und dann werden die versorgt. Ja, dann werden die versorgt, Muffels, minderjährige unbegleitete Flüchtlinge, dann werden die versorgt. Und dann wird uns allen Ernstes politisch erzählt, dass Menschen, die 20 Jahre lang in einem afghanischen Bergdorf sozialisiert wurden, wo es zur Tagesordnung gehört, dass Frauen gesteinigt werden, dass die dann hier ein Grundgesetz in die Hand gedrückt bekommen, vorne schüttet man einen Deutschkurs rein und hinten kommt ein Deutscher raus. Was für ein Blödsinn. Ja? Und jetzt schauen wir uns mal die Realität in unserem Land an. Unser Land hat sich verändert. Unser Land hat sich verändert. Und wer wechselt denn die Straßenseite, wenn am Bahnhof diese ganzen jungen afghanischen und syrischen Deserteure rumlungern mit Handymodellen, die ich nicht kenne? Ja, daneben das Kopftuchgeschwader mit dem Doppel- und Dreifachkinderwagen und einem dicken Bauch. Wer wechselt denn die Straßenseite? Das sind die Deutschen. Das sind die Deutschen, die den Blick senken, um nicht zu provozieren. Ja, wir sind in einem Zustand angekommen in unserem Land, wo ich sage, das Land möchte ich so nicht meinen Kindern und Enkeln hinterlassen. Wir haben natürlich ein Recht auf unsere Heimat. Wir haben ein Recht auf unsere Identität und ich möchte eines nicht, und das ist auch, was mich in die Politik getrieben hat. Ich möchte nie, dass meine Kinder mich irgendwann mal fragen, was hast du damals getan? Was hast du damals getan, als die Raute des Grauens Angela Merkel und ihre Kamarilla dieses Land an die Wand gefahren hat? Da möchte ich nicht sagen, ich war damit beschäftigt, mein Reihenhaus abzubezahlen, weil ein abbezahltes Reihenhaus ist im Kalifat genau gar nichts wert. Sondern möchte ich sagen können, ich habe mich mit allem, was ich bin und was ich habe, eingesetzt, um unser Land und seine Zukunft zu bewahren. Als Deutsche in Deutschland, das ist unser Menschenrecht. Das Heimat ist ein Menschenrecht. Und das lassen wir uns nicht nehmen. Und wir sind auch bereit, das zu verteidigen. Und deshalb bitte ich Sie und euch, ich fordere euch auf, jeder kann was tun. Jeder kann was tun. Und wir sind das, was wir sind. Gegen die ganzen Widerstände, die wir haben, sind wir nur gemeinsam. Und es fängt damit an, dass wir wieder unsere Meinung sagen. Ganz entscheidend, jeder von uns, ich nicht mehr, aber die Masse überlegt sich doch heute wieder ganz genau 30 Jahre nach der Wende, mit wem sage ich was? Wie rede ich mit den Nachbarn, wie rede ich mit den Kollegen, wie rede ich im Verein? Das Wort heißt Meinungsfreiheit und die müssen wir uns zurückholen, das sind ganz kleine Dinge. Wir müssen wieder anfangen, unsere Meinung deutlich, in deutlichem Deutsch auszusprechen, wir müssen wieder anfangen, aufrecht zu gehen.
Ja, wir müssen den Stolz auf unser Land, auf unsere Kultur auch deutlich zeigen. Das ist unser gutes Recht. Und es ist nichts anderes als Normalität. Und deshalb... Deshalb gehen Sie raus, um mal im Duktus der Grünen zu bleiben, gehen Sie raus und verkünden die frohe Botschaft. Ja, die AfD ist da. Dieses Land hat wieder eine reelle Chance. Sagen Sie es jedem, der es hören will, sagen Sie es vor allem denen, die es nicht hören wollen. Ja, reden Sie mit Vereinskollegen, mit Nachbarn, in der Schule, ist völlig egal, Lebenspartner, Scheidungspartner. Wir holen uns dieses Land zurück. Vielen Dank. Danke, lieber Andreas, für deine wie immer sehr klaren Worte. Ich kann dir versprechen, wir werden in Sachsen alles tun, damit du siehst, dass wir als erstes Land eine blaue Regierung bekommen. Das muss unser aller Ziel sein. Und ich muss aber auf der anderen Seite sagen, das schaffen wir nur, wenn wir endlich mal bestimmte Befindlichkeiten beiseite lassen, wenn wir die Kräfte bündeln, die konservativ sind und die das gemeinsame Ziel haben, den Islamismus in Sachsen zu verhindern. Ehe ich unserem lieben Max das Wort gebe, wir hatten heute eigentlich geplant, den Ballon über Pirna fahren zu lassen. Leider hat das Wetter, das zu der Startzeit herrschte, es verhindert. Nehmt es also bitte hin, dass wir das wollten. Wir werden es auf alle Fälle nachholen. Wir werden das AfD-Symbol am Pirnaumer Himmel leuchten lassen. So, und jetzt komme ich zu einem ganz besonderen Gast, unserem Dr. Maximilian Krah, Spitzenkandidat, der sächsische Spitzenkandidat zur Europawahl, Listenplatz 3. Und damit denke ich mal, lieber Max, wirst du unsere Interessen, unsere Farben in Europa vertreten. Und ich weiß, dass du ein würdiger Vertreter sein wirst. Herzlich willkommen bei uns. Ja. Ihr seht, das war der kleine Gag jetzt. Der blaue Himmel über Pirna, wenn unser Max redet zu seinem Programm. Vielen Dank für den freundlichen Empfang. Und ihr wisst, SOE ist die Herzkammer der AfD, nicht nur in Sachsen, sondern in ganz Deutschland. Wir haben hier die besten Ergebnisse. Und deshalb kommt es auf euch an. Und es ist immer so, man wird nicht deshalb zum Held, weil man gern Held ist, sondern weil man plötzlich vor einer Entscheidung steht und sich die Frage stellen muss, ducke ich mich, mache ich mich zum Wurm, lasse ich mich treten oder erhebe ich mich, erinnere mich an das, was meine Eltern mir mitgegeben haben und stehe dafür gerade. Und es ist vielleicht ein Zufall, aber es ist kein Zufall, weil es zum zweiten Mal so ist nach 1989, dass ausgerechnet in Sachsen und gerade hier in den kleinen Städten, in Pirna, in Freital, aber auch in Görlitz und in Plauen, die Leute in dem Moment Charakter zeigen, aufstehen und sagen, bis hierher und nicht weiter. Jeder von euch hat nämlich eins erkannt, ihr seid nicht allein. Ihr seid nicht allein und müsst zuschauen, wie um euch herum Ungeheuerliches passiert und euch abducken. Sondern wenn ihr euch anschaut, dann wisst ihr, der neben euch steht, der hat dieselbe Geschichte, dieselben Herkunft und dieselben Prinzipien. Und deshalb könnt ihr ihm vertrauen und gemeinsam seid ihr stärker als diejenigen, die euch das kaputt machen wollen, was ihr euch aufgebaut habt. Wir sind nicht nur das Volk, wir sind ein Volk. Und das ist der Schlüssel, um dieses Land und Europa zu verändern. Wir haben erlebt, wie wir in Sachsen regelmäßig durch den Kakao gezogen werden. Schandfleck und so weiter. Wir haben das Schlimmste, war dieses Jahr in Chemnitz, wo jemand umgebracht wurde, letztes Jahr beim Stadtfest, ein Deutscher mit kubanischem Elternteil. Und zuerst hat man versucht, es zu verschweigen und dann haben die Chemnitzer endlich etwas gemacht, was sie vorher komischerweise lange vergessen hatten. Sie sind aufgestanden und sie haben friedlich demonstriert, um klarzumachen, wir wollen das nicht mehr. Wir wollen nicht mehr, dass in unserer Stadt sich die Frauen abends nicht mehr auf die Straße trauen und wir wollen nicht einfach Angst haben müssen. Und was ist passiert? Dieser friedliche Protest, genau das, was vorgesehen ist, der wurde diffamiert. Hetzjagden waren es plötzlich.
Und als sich dann der Verfassungsschutzpräsident hingestellt hat und gesagt, nein, es war keine Hetzjagd, als er also nichts anderes getan hat, als die Wahrheit zu sagen, da musste er gehen, damit die Lügner weiter lügen konnten und euch diffamieren. Und heute lese ich in der Zeitung, dass der sächsische Verfassungsschutzpräsident, der nichts anderes tut, als die Wahrheit zu sagen, nämlich dass das Konzert, das nachher stattgefunden hat, eine linksradikale Veranstaltung war, der soll jetzt wieder gehen. Und die Frage ist, es wird von den Linken gefordert, von der SPD und der eigene Innenminister Wöller, der übrigens hier im Landkreis SOE als Landtagskandidat antritt in Freital, der ist ihm auch schon in den Rücken gesprungen. So viel, wenn euch mal wieder einer von der CDU etwas erzählt, dass er eure Interessen vertreten möchte. Und jetzt geht es darum, dass wir zuschauen müssen, wie mittlerweile jeder Beamte, der es wagt, noch das zu tun, wofür er eingesetzt ist, dass er Ärger bekommt. Ich bin ja froh, dass die Polizeibeamten hier heute da sind und ihren Job machen. Mal sehen, wie lange die das noch dürfen, wenn es eben darum geht, uns und damit das Recht zu beschützen und nicht irgendwelche linksradikalen Spinner. Wir müssen uns jetzt, genau in diesem Moment, wo wir sehen, wohin es läuft, daran erinnern und einstehen. Und das beginnt eben hier auch in SOE. Natürlich darf Roland Wöller nicht wieder in Freital direkt gewählt werden. Denn wenn die Freitaler einen wählen, der ihnen die Suppe spuckt, der den Verfassungsschutzpräsidenten austauscht, weil er die Wahrheit sagt, dann sind die Freitaler eben nicht mehr die Mutigen, die Anstand und Rückgrat haben, sondern dann sind sie auch schon gebeugt. Wir wollen uns aber nicht beugen lassen, wir wollen aufrecht gehen und das heißt, wir müssen die Abgeordneten abwählen, die uns in die Pfanne hauen und wir müssen diejenigen wählen, die für Pirna, für Freital, für Sebnitz und für Neustadt einstehen, liebe Freunde. Und ihr habt Jan Zwerg ja hier erlebt in Pirna. Ich glaube, der steht ein, das wisst ihr, das sieht man ihm schon an, dass er nicht die Straße wechselt, wenn jemand entgegenkommt und meint, er könne ihn wegschubsen. Dass er nicht klein beigibt, wenn er zuschauen muss, wie die Schwachen von uns angegriffen werden und keine Chance mehr haben, sondern dass er da ist und sich auch nicht scheut, mal so klar zu sagen, wo hier der Hammer hängt, wer Recht hat und wer nicht Recht hat, dass es auch jeder versteht. Wir brauchen endlich Politiker mit Rückgrat, mit Lebenserfahrung und mit Mut und Schneid, damit hier Recht Recht bleibt und damit es klar ist, wir lassen uns nicht unterkriegen und die Heimat kaputt machen. Ich sage ja, es ist immer großartig, in SOE Wahlkampf zu machen, weil man genau weiß, man muss nicht alles erklären, sondern man hat eine gemeinsame Basis. Man arbeitet gemeinsam an einem Projekt und muss nicht Selbstverständliches gerade rücken. Ich war jetzt in Brüssel, da wurde mir erklärt, Demokratie sei gar nicht die Herrschaft der Mehrheit, sondern es sei, für die Minderheiten einzustehen. Und genau so ist es. Alle Parteien stehen mittlerweile nur noch für Minderheiten ein. Wenn ihr irgendeiner absurden Minderheit angehört, oder einer erfindet, damit ihr einer angehört, dann kommen sie alle und überschütten euch mit Liebe und mit Fördergeldern, mit also dem, was ihr erarbeitet. Aber wir als AfD sagen, wenn alle anderen nur noch Minderheiten schützen, dann dienen wir der Mehrheit. Und wir fühlen uns wohl bei dieser Mehrheit, weil wir glauben, dass sie es verdient, endlich mal wieder bedacht zu werden. Und diese Mehrheit will nichts Böses. Diese Mehrheit ist nämlich zunächst einmal fleißig und anständig. Sie steht früh auf, sie duscht sich und geht zur Arbeit. Kurzum, sie ist schon damit als rechtsradikal gebrandmarkt. Und anschließend zahlt sie Steuern und nachdem sie das ein Leben lang gemacht hat, erwartet sie, dass sie eine auskömmliche Rente im Leben hat. Diese Mehrheit respektiert, wenn es Schwächere gibt, weil sie in denen sich selbst erkennt. Und deshalb steht sie solidarisch ein. Diese Mehrheit kümmert sich um die, die es schwerer haben im Leben. Diese Mehrheit leistet Überstunden, diese Mehrheit ist im Ehrenamt aktiv. Wer ist es denn, der die freiwilligen Feuerwehren am Leben hält? Wer ist es denn, wer unentgeltlich in den Sportvereinen einsteht, dass die Kinder eine gute Betreuung am Nachmittag haben? Wer ist es denn, der im Heimatverein aktiv ist? Das sind doch nicht diese gepamperten, unsinnigen Minderheiten in irgendwelchen Sozialpädagogikkursen, die uns die Welt erklären, sondern das seid ihr.
weil es eure Heimat ist, weil es eure Stadt ist und weil ihr es so gelernt habt, wie es, was es heißt, anständig und korrekt zu sein. Und das wird jetzt in den Dreck gezogen. Wir erleben, wie irgendwelche absurden Minderheiten die Mehrheit diskriminieren. Und was das Besondere an Sachsen und insbesondere an eurem Landkreis ist, dass ihr euch nicht diskriminieren lasst, dass ihr euch nicht treten lasst, dass ihr nicht nur bitte nach unten schaut und den Blick senkt, sondern dass ihr den Mut habt zu sagen, mit uns nicht. Und deshalb ist SOE so wichtig und ihr habt allen Grund, stolz auf euch und eure Heimat zu sein. Wir haben jetzt die erste Wahl, Kommunalwahl und Europawahl. Über die Bedeutung von Stadt- und Kreisräten muss ich euch nichts sagen. Schaut euch um, wie Pirna wieder glänzt. Ich erinnere mich noch, wie es Anfang der 90er Jahre aussah. Das hat etwas damit zu tun, dass man weiß, wo der Schuh drückt und dass man geradeaus denken kann und praktische Vernunft hat. Praktische Vernunft, das ist also das Gegenteil von dem, was die Grünen haben. Es ist aber auch so, dass wir nicht nur die Stadträte und Kreisräte wählen, wir wählen auch das Europäische Parlament. Wir als AfD sind die proeuropäischste Partei, die es gibt. Und weil wir Europa lieben, sind wir zur EU skeptisch. Weil Europa heißt nicht, dass irgendwelche Bürokraten in Brüssel sich darüber Gedanken machen, wie Braun der Bäcker in Pirna seine Brötchen backen darf. Wir sind dagegen, dass man uns vorschreibt, dass man jetzt Stechuhren einführen muss für jeden Arbeitnehmer. Wir sind dagegen, dass man den Krümmungsgrad der Gurken festlegt, auch wenn das mittlerweile aufgehoben ist. Das ist nicht Europa, sondern Europa heißt Vielfalt, Regionalität. Es heißt Dialekt und es heißt stolz darauf zu sein. Vielfalt heißt und Europa heißt, dass wenn ihr euch in den Zug setzt, ihr in 30 Kilometern schon in der Tschechischen Republik in Böhmen seid und dass man euch dort als Freunde begrüßt und ihr ein Bier trinken könnt, so wie die Tschechen hierher kommen und bei euch auf dem Markt zum Beispiel zum Canaletto-Weihnachtsmarkt sein können. Europa heißt nicht uniform. Europa heißt, jeder macht seins und man mag sich, versteht sich und steht füreinander ein. Das ist unser Europa. Das Europa von den Grünen und den Christdemokraten und den Sozialdemokraten, das heißt, man sitzt in riesigen Palästen aus Beton und man erfindet Regeln, die keiner braucht. Man findet es für einen Erfolg, dass es jährlich nur noch 25 neue Gesetze gibt, statt 50 wie zuvor. Und wenn ich aufstehe und sage, wie wäre es denn mal mit 25, die pro Jahr abgeschafft werden, erklärt man mir, dass ich ein Feind Europas bin. Ein Feind Europas sind diejenigen, die völlig den Boden verloren haben, die nicht mehr wissen, was die Leute am Boden wollen und die allen Ernstes meinen, Europa, das sei nur ihre komische Parallelwelt in Brüssel, Straßburg und Luxemburg. Europa, das ist Pirna, Europa, das ist Prag, Europa, das ist Dresden, das ist die Region und das sind die Menschen hier und nicht die Bürokratie in Brüssel und sonst wo. Und deshalb werden wir diese Bürokratie auf ein Maß zurückstutzen, das uns nicht mehr bedroht, sondern wieder nützlich ist. Natürlich gibt es Dinge, wo wir besser mit den anderen zusammenstehen. Bestreitet doch überhaupt niemand. Sicherlich ist es so, dass die Tschechische Republik, unser Nachbarland, nicht allein mit China verhandeln kann in Wirtschaftsfragen. Das fordert auch keinen. Und sicherlich ist Deutschland immer solidarisch, wenn es darum geht, daran zu denken, was wir mit unseren Nachbarn gemeinsam tun können, damit es uns allen besser geht. Aber das ist nicht das, was die EU heute will. Sondern die EU ist heute ein Sammelbecken, wo sich die absurdesten Lobbygruppen treffen, wo sie Einfluss nehmen, um ihre persönlichen, absurden ideologischen oder auch ökonomischen Interessen durchzusetzen. Und die Masse dieser Interessen, die sie durchsetzen, die sind gegen alles das gerichtet, was ihr für richtig, wahr, schön und nützlich haltet. Es geht nämlich nicht um euch bei diesen Leuten, sondern es geht um deren persönliches Ego. Und deshalb werden wir es zurückstutzen und wir werden ihnen die rote Karte zeigen. Und das werden wir. Und entgegen dem, was unsere Gegner behaupten, tun wir das überhaupt nicht als bornierte Nationale oder als Kleingeister. Schaut euch doch die anderen Parteien an, sie haben Panik. Die Panik steht ihnen ins Gesicht geschrieben. Wenn ich allein zum Maßstab nehme, wie oft ich in den letzten Wochen auf irgendwelchen Zeitungsseiten oder Homepages als Hetzer, Spalter oder Nazi in Nadelstreifen beschimpft wurde, dann kann ich nur sagen, offensichtlich befinde ich mich auf einem sehr erfolgreichen Kurs. Applaus
wir werden erstmals, seitdem es dieses Europäische Parlament gibt, eine maßgebliche Stimme darin haben. Und das verdanken wir dem Umstand, dass wir es jetzt schaffen, uns mit denjenigen, die in den anderen Ländern so denken wie wir, und das sind immer die Masse der Leute, zusammenzufinden. Diejenigen, die zurzeit Europa verändern, das ist nicht Herr Macron, das ist auch nicht mehr Frau Merkel. Die zerstören es nur. Diejenigen, die eine Idee haben und das Vertrauen der Menschen gewinnen, die heißen Orban, die heißen Salvini, die heißen Nigel Farage. Und das sind eben unsere Freunde und nicht die derjenigen, die uns irgendwas rumfaseln von antieuropäisch oder zurückgeblieben. Zurückgeblieben sind diejenigen, die nicht begreifen, was abgeht. Zurückgeblieben sind nicht wir, die wir gerade unser Land und damit Europa verändern. Wir haben das Momentum auf unserer Seite und nicht diejenigen, die Angst vor uns haben. Wir können stolz darauf sein, was wir geschaffen haben. Und es ist erst der Anfang von dem, was wir schaffen werden. Denn wir haben Recht und unsere Zeit ist gekommen. Und deshalb ist es richtig, dass wir hier von Pirna aus, von Freital aus, von Dippoldeswalde aus, den Marsch beginnen, um Europa zu verändern und nicht denken, wir könnten nichts tun, wir sind klein und wir sind schwach. Wir sind nicht schwach. Und das wissen die anderen. Und deshalb dürfen wir uns nicht entmutigen lassen. AfD! 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 Wir hatten jetzt vor kurzem sogar Besuch aus Amerika in Görlitz. Es war Steve Bannon da und er hat gesagt, die Menschen in Europa wissen, wen sie wählen sollen. Und er nannte Salvini, Orban, Le Pen und die AfD. Das ist insofern interessant, weil wir nicht nur eine Person sind, sondern wir sind eine Bewegung. Wenn ihr uns wählt, wählt ihr nicht einen, sondern ihr wählt eine Geisteshaltung, einen Charakterzug und einen Anstand. Und vor allen Dingen ist jeder von euch eingeladen, mitzumachen und sich einzureihen. Wir sind nicht exklusiv und es ist niemand unwichtig. Das ist der große Unterschied zu den ganzen One-Man-Shows, die wir gerade auch in der deutschen Politik haben. Wo sind denn die Sozialdemokraten, die alte Arbeiterpartei? Welche Arbeiter haben sie denn noch? Es gibt keinen einzigen Arbeiter im SPD-Vorstand. Die reden nur noch davon. Was machen denn die Christdemokraten, die angeblich eure Interessen vertreten? Ich sehe nichts. Das Einzige, was sie tun, ist, dass sie jetzt anfangen, einem Verfassungsschutzpräsidenten in den Rücken zu fallen, der sich weigert zu bestreiten, dass es Linksradikale sind, die in Chemnitz da herumgehüpft sind und sich über Sachsen lustig gemacht haben. Die Einzigen, die jeden aufnehmen und jedem sagen, du hast eine Würde, du bist wichtig, weil du ein Bürger dieses Landes bist. Und das, was du denkst, das ist es wert, dass wir es uns anhören. Und wenn wir gemeinsam uns anschauen und uns überlegen, was für uns alle gut ist, dann wird es was. Das sind wir. Und das ist die Kraft, die wir haben. Denn, liebe Freunde, man kann euch ja vieles nehmen und man hat euch vieles genommen. Man hat euch nicht zugehört, man hat euch vielleicht eure Arbeitsplätze ein, zwei Mal genommen. Man hat euch erklärt, dass man euch nicht zuhören muss. Man macht sich über euch lustig, man hört euch nicht an. Aber es gibt eine Sache, die jeder von euch hat und die man euch so schnell nicht nehmen kann, und das ist euer Wahlrecht. Und am Wahltag ist es der große Tag, einmal in 5 Jahren für die Europawahl, einmal in 5 Jahren für die Kommunalwahl, einmal in 5 Jahren für die Landtagswahl und einmal in 4 Jahren für die Bundestagswahl, wo dieses Wahlrecht aus jedem Bürger, egal wie wichtig, wie reich und wie einflussreich er macht, nur eine einzige Person macht. Am Wahltag hat jeder von euch genauso viel Gewicht wie Angela Merkel, wie Klaus Kleber und wie Michael Kretschmer. Und es gibt immer noch mehr von euch, als es Merkels, Klebers und Kretschmers gibt. Und deshalb werden wir das Land verändern. Wir treten also an, um euren Willen und eure Überzeugung in die Parlamente zu bringen, und zwar auf jeder Ebene. Und das tun wir mit Bedacht. Und alles, was wir in diese Parlamente bringen, das ist genau das, was euch zu dem gemacht hat, was ihr seid, was Pirna zu dem gemacht hat, was es ist. Ihr müsst euch nicht Gedanken darüber machen, was irgendwelche Journalisten oder Politiker in Berlin über euch denken. Sie können euch eh nicht leiden. Und das, was sie wollen, schadet euch auch. Also macht euch nicht Gedanken darüber, was Leute, die euch nicht leiden können und die eine Politik vertreten, die euch Schaden von euch halten.
Macht euch Gedanken darüber, wie ihr vor euren Eltern, vor euren Großeltern, die das hier erschaffen haben, aber auch vor euren Nachbarn und Freunden, die heute rechts und links von euch stehen, bestehen wollt. Wollt ihr eingehen als diejenigen, die diese wunderbare Stadt Pirna den Bach runtergehen lassen, die sie an die Falschen übergeben? Oder wollt ihr eingehen als die, die in einem Moment der Bedrohung aufstehen und die Stirn bieten und sagen, ich halte die Fahne hoch, damit auch die nächste und die übernächste Generation hier noch in Frieden, in Freiheit, in Wohlstand und in Würde leben kann? Das ist die Bestimmung, die wir haben. Es gibt in dem schönen, großen Roman, dem Herrn der Ringe, gibt es das Auenland. Und ich ziehe das immer gerne auf uns. Im Auenland, da wohnen die Hobbits. Die Hobbits, das sind nicht die Schönen und die Reichen. Aber die Hobbits sind Menschen mit einem großen Herz und einer ausgeprägten Lebensfreude. Sie essen gern, sie sind freundlich, sie hören gute Musik und sie lieben ihre Heimat. Und diese Hobbits sind es, die dann, wenn die Orks an der Tür klopfen, aufstehen, sich zusammenreißen und die Erde retten. Liebe Freunde, dann seien wir in Sachsen die Hobbits, die unser Auenland verteidigen, wenn uns die Orks über das Mittelmeer und sonst wo geschickt, wenn uns die Orks in Berlin meinen, sie müssten unser Land kaputt machen, wenn überall das Dunkle ist, wenn wir zusammenhalten und eine Idee von dem haben, was Sachsen sein soll, dann werden wir gewinnen. Und dann werden sich auch die anderen mit anschließen, weil die Masse der Menschen, nicht nur in Deutschland, auch in Tschechien, in der Slowakei, in Ungarn, in Frankreich und Italien, die will genau dasselbe, wie ihr wollt. Sie will ein kleines, privates Glück. Sie möchte in Frieden und Freiheit leben. Sie möchte verwurzelt sein da, wo sie sind und wo ihre Vorfahren seit Jahrhunderten waren. Sie möchte einen fairen Austausch und ein Leben in Würde im Alter. Sie möchte für die Kranken und die Schwachen Solidarität und sie möchten sich für diese einsetzen. Dieses kleine Glück ist die positive Botschaft, die nur noch die AfD vertritt. Und es gibt nichts Schöneres, als zurzeit für unsere Partei Wahlkampf zu machen, weil wir es sind, die über die Straßen gehen und euch von dem erzählen, was uns zusammenhält und was wir eigentlich wollen. Wir haben die positive Botschaft, die Botschaft der Hoffnung, des Optimismus, der Zukunft und des Gemeinsinns. Und unsere Gegner, die haben eine Botschaft, dass die Welt in 20 Jahren untergeht, wenn wir weiter Auto fahren. Wir sind diejenigen mit dem Optimismus, die anderen sind diejenigen mit einer Weltuntergangstheorie. Und deshalb sind wir die Guten in dem Kampf. Deshalb sind wir stolz auf unsere Überlegung und unsere Überzeugung und deshalb wissen wir, dass wir gewinnen, weil in jedem anständigen, großen Schauspiel gewinnen am Ende die Guten und verlieren die Bösen. Und deshalb gewinnt die AfD und gucken die Grünen in die Röhre. Nicht wir von der AfD werden die Welt verändern und das Land retten, das macht ihr selbst. Aber wir, die wir uns hier hinstellen, sind es, die euch dazu ermutigen wollen. Wir sind die Motivatoren. Wir sind heute nicht das ganze Pirna. Wir sind vielleicht auch weniger, als wir selbst uns erwünscht hatten. Aber für jeden, der heute nicht da ist, seid ihr da, um noch einen mehr von euren Freunden, Verwandten und Bekannten zu überzeugen, zu berichten, das Feuer weiterzugeben. Und nicht negativ zu schimpfen und den Kopf hängen zu lassen, sondern den Kopf nach oben zu heben und davon zu sprechen, um was es geht. Um das Glück und um die Zufriedenheit, um die Solidarität und die Gerechtigkeit hier in Pirna, in Sachsen und in Deutschland. Und mit dieser Botschaft werdet ihr auch diejenigen erreichen, die vielleicht zurzeit noch still sind, die glauben, sie könnten eh nichts bewegen. Und vielleicht auch der eine oder andere, der zu viel ARD und ZDF guckt und deshalb noch nicht ganz da ist, wo er sein sollte. Aber mit dem Glauben an das, was uns zusammenhält, mit dem Optimismus, mit Freundlichkeit und Zuversicht und mit dem nötigen Engagement, ich freue mich immer, wie viele Plakate wir hängen, damit schaffen wir es und damit verändern wir es. Und deshalb werden wir uns heute auch hier von hier aus verabschieden. Wir werden in 2 Wochen knapp einen großen Erfolg feiern. Wir haben damit den ersten Schritt getan, dass Sachsen wie 1989 Deutschland verändert. Die Landtagswahl wird die Entscheidungsschlacht. Jörg Urban ist da, Jan Zwerg ist da, es sind die Landtagskandidaten da, es ist Ivo Teichmann da. Und dann wird hier von Sachsen aus
wird es wieder losgehen und es gibt wieder ein neues Zeichen der Hoffnung. Merkel wird fallen, wenn Sachsen blau wählt. Und auch das ist das Schönste, was wir erreichen können. Und deshalb schließt euch uns an, überzeugt eure Nachbarn und eure Freunde, gebt den Glauben nicht auf und seid euch immer bewusst, dass ihr hier auf der guten Seite steht. Und als Zeichen deshalb, dass wir zusammenhalten und zusammen stark sind und auch, dass wir es jetzt alle nochmal spüren, dass wir nicht nur einzelne Individuen sind, sondern ein Volk, singen wir jetzt gemeinsam die Nationalhymne. Danke, lieber Max. Dr. Maximilian Krah, unser sächsischer Kandidat für Europa. Wir wünschen dir von hier aus alles Gute und eine starke Rechte im Europäischen Parlament. Wie immer zum Abschluss bitte unsere Redner nach vorne. Wir singen noch die Nationalhymne. Ein Wort von mir noch. Danke, dass ihr da wart. Kommt dann gut nach Hause. Ich beschließe die Versammlung nach der Nationalhymne. Max will singen, er kriegt natürlich gerne das Mikrofon. Max? Ja, ich kann nicht. Ich, Steffen Janisch. Der Steffen noch? Steffen Janisch. Wo ist er? Guten Morgen. Ja, gut. Liebe, du hast gar nicht geredet. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Blühe im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. So, und jetzt habe ich noch eine Frage an euch. Wo machen wir unsere drei Kreuze? Na? Wer weiß es? AfD. Genau, AfD. 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 So, jetzt wünsche ich euch einen guten Heimweg. Vergesst es nicht, wo wir die drei Kreuze machen. Und damit ist die Veranstaltung beendet.